Rack the Daumer. Reagiert sehr weich auf die Ruder und liegt sehr stabil in der Luft und zum Fliegen langt 2-3 Schuberle Gas und das ist wirklich eine Augenweide zum Fliegen und das ist mir wirklich gut gelungen. Okay, der Sound. Wie lange hast du gebraucht zum Bauen? Also wir haben jetzt gebaut mit Planmacher und so weiter. Haben wir insgesamt 2 Jahre haben wir gebaut. Und ja, also man sieht, wie es in der Luft liegt. Das hat sich wirklich gelohnt. Der Maßstab ist 1 zu 2,1. Weil ich wollte ein bisschen stabiler bauen. Und ja, also fliegt sich wunderbar. Spannweite? Spannweite ist 4,40 Meter. Und das Gewicht bewegt 23 Kilo nass. Also wir bewegen uns hier unter 2 Kilo, unter der 25 Kilo Marke. Und das ist bei einer insgesamt Spannweite von 8,80 Meter eine sehr gute Leistung. Jetzt hoffen wir, dass wir die Landung auch nochmal so top nah kriegen wie beim ersten Mal. Das ist jetzt der zweite Flug. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Also das war eine missglückte Landung, mehr ein Touch and Go, aber wir können das besser. Beim ersten Mal war es besser. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Gegenwind. Original. Gut, das war's. Vielen Dank.